Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webcast Software Load Balancing, die smarte Lösung für Anwendungen. Bevor wir einsteigen, für Sie noch ein paar technische Hinweise. Sie haben auf Ihrem Bildschirm im unteren Bereich einen Fragen- und Antworten-Chat. Da würde ich Sie bitten, schon direkt während der Vorträge oder des Vortrags und der Live-Präsentation schreiben Sie Ihre Fragen rein. Wir haben am Ende genügend Zeit reserviert, damit wir alle oder damit ich stellvertretend für Sie alle Ihre Fragen mit unseren beiden Referenten diskutieren kann. Selbstverständlich zeichnen wir diesen Webcast wieder für Sie auf und Sie können, ich würde mal sagen, ab Montagmittag in etwa das Ganze nochmal aus der Konserve bei uns auf der Plattform sich runterladen und ansehen. Auch die Präsentation kriegen Sie am Ende natürlich zum Download. Zudem haben wir ganz am Ende, während wir in der Q&A-Session sind, noch weiterführende Links für Sie eingeblendet, wo Sie einfach das Thema noch ein bisschen intensiver weiter recherchieren können. Und wir haben natürlich die Kontaktdaten von unseren beiden Referenten ebenfalls wieder für Sie, falls im Nachgang noch irgendwelche Fragen auftauchen. So, ich hoffe, ich habe alle technischen Eventualitäten abgedeckt und würde dann sagen, dann steigen wir direkt in das Thema ein. Ja, Software Load Balancing. Um was geht es da heute eigentlich? Load Balancer, ja, früher klassisch traditionell in Hardware gegossene Appliances, die für das Load Balancing bei den Applikationen, bei den Servern gesorgt haben. Heute spricht man eher von Application Delivery Controlling. Das Ganze wird verstärkt in Software gemacht, zumindest in modernen Unternehmen. Der Grund ist ganz klar, in Zeiten von Cloud Computing, Applikationen, Dienste und Anwendungen, die aus der Cloud kommen oder aus dem Rechenzentrum oder vielleicht sogar hybrid bereitgestellt werden, haben natürlich komplett andere Anforderungen an die Verteilung, wie das früher der Fall war, wo wir alles lokal im Rechenzentrum hatten. In unserem heutigen Vortrag von Brocade werden Sie also erfahren, warum überhaupt Application Delivery bzw. Software Load Balancing notwendig ist, was Sie persönlich für Ihr Unternehmen daraus für Vorteile ziehen können. Und am Ende werden wir Ihnen auch noch eine Lösung vorstellen und mal sozusagen im Live-Betrieb zeigen, was das Ganze ausmacht. Hat natürlich viele Vorteile, sagen wir, die Software Geschichte, wie man es aus der virtualisierenden Welt natürlich schon kennt. Es ist das Ganze sehr, sehr viel flexibler. Sie haben die Lizenzfragen, die sehr viel einfacher zu beantworten sind und Sie können natürlich sehr spontan auf individuelle Anforderungen, auch temporärer Natur, bei Ihnen im Unternehmen reagieren. Also spannendes Thema, das uns heute erwartet und ich will Sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Unsere beiden Referenten heute sind einerseits der Tom Dorn und der Jürgen Luksch, beides ausgewiesene Application Delivery Experten von Brocade. Anfangen wird der Tom Dorn mit so einer allgemeinen Einführung, Präsentation rund um das Thema und dann wird der Jürgen Luksch, wie bereits erwähnt, das Ganze an einem praktischen Beispiel für Sie demonstrieren. Herr Luksch, Herr Dorn, ich begrüße Sie ganz herzlich und würde sagen, ich übergebe das Mikrofon gleich an Sie. Herr Dorn, fangen Sie doch direkt an. Ja, einen wunderschönen guten Morgen erstmal zusammen und auch einen wunderschönen guten Morgen, Herr Donner. Vielen Dank für die tolle Einführung und auch das Heranführen an unser heutiges Thema, nämlich Software Load Balancing, die smarte Lösung für Anwendungen. Zunächst der Hinweis auf unseren Legal Disclaimer. Das heißt, alles, was ich Ihnen heute erzähle, ist nicht rechtsverbindlich, entspricht aber inhaltlich doch auf jeden Fall meinem besten Wissen und Gewissen. Ja, zum Inhalt des heutigen Webinars. Wie der Herr Donner schon bemerkt hat, das Webinar ist heute zweigeteilt. Das heißt, der Herr Jürgen Luksch wird Ihnen im zweiten Teil eine Live-Demo des virtuellen ADCs, des virtuellen Application Delivery Controllers von Brocade zeigen. Und mein Teil, der ist eher allgemeiner Natur und ich spreche über den ADC-Markt. Was genau sind denn eigentlich ADCs? Was verändert sich durch den Einsatz von virtuellen ADCs? Und ich zeige Ihnen Lösungen und Einsatzbeispiele. Wie gesagt, dann kommt die besagte Demo, Demonstration der Software. Und anschließend, hoffe ich, haben wir genug Zeit für die Fragen und Antworten. Die Fragen können Sie ja jetzt bereits schon stellen und wir versuchen dann im Nachgang die Fragen so gut wie möglich für Sie zu beantworten. Warum eigentlich beschäftigen sich immer mehr Unternehmen mit der Veränderung und dem Umbau ihrer Rechenzentren und vor allem auch der Netzwerkinfrastruktur?
warum das Thema Virtualisierung und Automatisierung eine immer größere Rolle spielt. Wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir einfach mal schauen, was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat. Und das ist einiges. Also schauen wir uns mal an die Anzahl der Internet-User oder die Anzahl der Webseiten. Aber auch natürlich die Anzahl der mobilen Endgeräte, die hat sich einfach in den letzten 20 Jahren dramatisch verändert. Und da muss ich nur mal an mich selbst denken. Wenn ich rausgehe zu den Kunden, dann habe ich in der Regel zwei Telefone dabei. Ich habe ein iPad dabei und noch ein Laptop. Das sind schon alleine vier Geräte und Sie sehen, der Trend geht dann schon fast zum vierten Gerät. Das ist doch jede Menge und die wollen natürlich auch alle am Netz gut konnektiert sein. Das Thema Cloud, Mobile, Social oder Big Data, das hat diese Bewegung natürlich nochmal massiv vorangetrieben. Und heute müssen wir einfach umdenken. Die Netzwerk- und Infrastrukturen müssen eine neue Architektur bekommen. Zudem ist es so, dass die Innovationszyklen der IT-Industrie in 20-Jahreswellen sich bewegen. Und wir stehen heute nicht mehr im Tal, sondern wir stehen ganz oben drauf schon auf diesem neuen Zyklus, ja, nämlich der Virtualisierung der Netzwerkinfrastruktur. Das Stichwort NFV spielt hier eine Rolle, also Network Function Virtualization. Schauen wir uns mal den ADC-Markt an und wie Sie links in dem Schaubild sehen, der gesamte Netzwerkmarkt, 12 Milliarden Dollar weltweit, der ist recht groß, aber die ADCs, die spielen eine bedeutende Rolle, denn der ADC-Markt ist schon genauso groß wie der SAN-Markt. Also wir sprechen über rund 15% des gesamten Netzwerkmarktes. Was ich Ihnen aber eigentlich zeigen möchte, ist in dem rechten Schaubild. Nämlich da kann man sehr, sehr gut sehen, wie der Trend läuft. Die virtuellen, die softwarebasierten Appliances, die softwarebasierten Load Balancer, die wachsen mit rund 35%, während die proprietären Hardware-Systeme nur noch mit rund 3,7% im Jahr wachsen. Und diese Schere, die wird weiter auseinandergehen. Was aber sind denn jetzt genau Application Delivery Controller? Und um diese Frage zu beantworten, würde ich Sie gerne auf eine ganz kleine Zeitreise mit einladen, die vor ca. 25 Jahren beginnt. Und das war ungefähr genau die Zeit, als sich Dienste rund um die Anwendung, als diese Dienste immer bedeutender wurde. Und das waren intelligente Geräte, die diese Dienste unterstützt haben. Man nannte sie damals Load Balancer, zum Teil heute noch. Und wie der Name schon sagt, die Load Balancer hatten die Aufgabe, eben Last oder Anfragen über mindestens zwei oder mehrere Anwendungsserver zu verteilen. Aufgrund der Positionierung dieser Load Balancer, nämlich sehr, sehr nah an den Servern und auch sehr nah an der Applikation, kamen sehr schnell weitere Funktionen hinzu, sodass sich der damalige Load Balancer zu dem heutigen ADC entwickelt hat. Und um Ihnen mal ein paar Beispiele zu geben, welche Funktionen denn da so noch dazugekommen sind, dann sprechen wir zum Beispiel über Anwendungssicherheit. Wir sprechen über Server-Offloading. Wir sprechen über SSL-Offloading. Wir sprechen über Caching, Compression und das gesamte Thema Monitoring. ADCs sind entweder physikalisch oder sie sind virtuell. Und sie können entweder im Data Center oder auch in der Cloud positioniert werden. Das ist das Schöne von Software. Sie machen Applikationen verfügbar, schneller, skalierbarer und sicherer. Und wie Sie sich jetzt bestimmt vorstellen können, sind diese Mehrwerte sehr begehrt. Und sie machen natürlich den ADC neben dem Thema Security zu einem der allerwichtigsten Themen im Data Center und auch in der Cloud. Wie sieht denn die heutige ADC-Architektur aus? Das sind Themen wie Virtualisierung und Cloud, die Art und Weise, wie sie ein Rechenzentrum aufbaut, strukturiert und designt, deutlich verändert. Anwendungsarchitekturen, die entwickeln sich heute weiter zu modularen Modellen. Zeitfenster zur Bereitstellung von Infrastrukturservices, die verkürzen sich durch den Einsatz von virtuellen Ressourcen dramatisch. Dabei gibt es Herausforderungen, mit denen IT-Organisationen immer wieder konfrontiert werden. Beim Einsatz von traditionellen, von proprietären Hardware-Systemen entsteht meistens ein Flaschenhals. Und dieser Flaschenhals, der entsteht genau an dieser Stelle,
an der Sie eigentlich Fortschritt in der Rechenzentrumsarchitektur oder auch in der Anwendungsarchitektur erreichen wollen. Der Grund hierfür, der liegt in diesen vielen Limitierungen, die physische ADCs mit sich bringen. Physische ADCs sind statisch. Das bedeutet, es gibt kaum oder keine Möglichkeit der Erweiterung, wenn ich irgendwann mal an meine Kapazitäts- oder Performance-Grenzen komme. Sie sind deutlich zeitintensiver in der Beschaffung und im Deployment im Vergleich zu virtuellen ADCs. Naja, und sie sind sowohl teuer in der Anschaffung als auch teuer im Betrieb. Es wird also eine neue Architektur benötigt. Nennen wir sie einfach mal ADC as a Service. Proprietäre Hardware bringt in einem modernen Rechenzentrum viele Herausforderungen mit sich. Aus diesem Grund sucht man nach einer neuen Architektur, ja, die genauso dieses Application Delivery unterstützt. Diese Architektur sollte als Service oder auch als Dienstleistung zur Verfügung stehen und sie sollte einige Eigenschaften mit sich bringen, wie zum Beispiel, sie sollte flexibel sein und sie sollte verfügbar Ressourcen und Bandbreiten sowohl nach oben, aber als auch nach unten anpassen können, je nach Anforderung. Es sollte eine controllerbasierte Architektur sein, um Verteilungen, Ressourcenzuteilung und Management zu gewährleisten. Außerdem spielt Automatisierung, also die Automatisierung, Dienste zu starten oder zu beenden, eine große Rolle. Und sie sollten natürlich in der Lage sein, mit anderen Controllern oder Orchestrierungsinstrumenten zu interagieren, die eventuell weitere Dienste für die Applikation bereitstellen. Was verändert sich nun durch den Einsatz virtueller ADCs? Und wenn wir uns die Frage stellen, was wir immer wieder sehen, ist, dass sowohl interne als auch externe Kunden, es wird immer schwieriger, diese zufriedenzustellen. Und die meisten sagen, es ist einfach nicht schnell genug. Und da sind zwei Dinge mit gemeint. Zum einen dieses Time to Market, also wie lange dauert es von der Anforderung bis zur Bereitstellung der Dienstleistung, aber natürlich auch die Performance oder die Geschwindigkeit der Applikation selbst. Die allermeisten Unternehmen, eigentlich fast alle, sind momentan dabei, ihre Architekturen, ihre Rechenzentren umzubauen, umzustellen. Das Thema Automatisierung, Virtualisierung, Software statt Hardware spielt hierbei eine sehr, sehr große Rolle. Und wir sehen natürlich Herausforderungen. Also zum einen haben wir dieses Thema unvorhersehbare Lastspitzen. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Bank vorletzte Woche, die mir genau das bestätigt hat, die gesagt hat, wir wissen nicht genau, wann die Anforderungen an die Applikation kommen. Und für diese Bank war es zum Beispiel der Brexit. Also als dieses dann endlich oder definitiv bekannt war, waren die Anfragen an die Online-Applikation, die Transaktionen, die reinkamen, so groß, dass die Applikation zunächst langsamer wurde und später komplett zusammengebrochen ist. Und das kann man sich heute nur noch schwer leisten. Eine der Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken, ist, ich kann natürlich immer wieder neue Hardware beschaffen, um genau diese Lastspitzen zu vermeiden. Aber das ist natürlich sehr teuer und ist auch sehr zeitintensiv. Neue Hardware zu beschaffen, naja, sie muss bestellt werden, sie muss geliefert werden, sie muss installiert werden, in Betrieb genommen werden und irgendwann steht sie dann zur Verfügung. Wir haben auch festgestellt, dass die traditionellen proprietären Hardware-Systeme nur in der Hälfte aller Fälle überhaupt die Anforderungen schaffen, die an sie heute gestellt werden. Und die Applikationsverantwortlichen, die können oftmals ihre SLAs nicht einhalten. Was sind jetzt nun die Vorteile der Software gegenüber den traditionellen Hardware-Appliances? Naja, damit das Thema Geschwindigkeit und Kapazitätsplanung. Software, die kann auf ganz gewöhnlichen x86-Systemen aufgebracht werden. Das dauert nicht besonders lange. Das Hinzufügen von weiterer Kapazität, von weiterer Bandbreite, das kann in wenigen Minuten passieren. Und ich habe auch nicht das Risiko der Fehlplanung oder das Risiko, eben am Anfang viel, viel mehr investieren zu müssen, als wirklich nötig ist. Denn wenn ich Hardware beschaffe, dann muss ich überlegen, okay, wie ist meine Anforderung heute? Wie ist sie morgen? Wie ist sie in 2 Jahren oder in 3 Jahren? Mit Software kann ich beginnen,
wie meine Anforderungen heute sind und wachse mit den Anforderungen. Das Thema Return on Invest bei gleichzeitig gesenktem TCO spielt eine große Rolle, denn wenn ich meine Application Delivery Controller auf den Servern betreibe, auf denen auch meine Applikationen laufen, dann kann ich mir jede Menge Hardware sparen. Das heißt zum einen Platz im Rechenzentrum, zum anderen natürlich spielt der Bereich Stromverbrauch, Power and Cooling natürlich hier eine Rolle. In der Regel habe ich auch geringere Anschaffungskosten, weil ich die Hardware erstmal nicht mitkaufen muss. Ich habe von Anfang an die Möglichkeit, meine Instanzen richtig zu dimensionieren. Wie eben schon angesprochen, ich wachse mit meinen Anforderungen. Ich habe keine Hardware-Refresh-Cycle. Das bedeutet, eine Hardware muss nach 3 bis 5 Jahren ausgetauscht werden. Das ist bei Software nicht nötig. Und das ganze Thema automatisiertes Service-Management, Updates und Upgrades, die bekomme ich automatisch. Das heißt, kommen neue Funktionalitäten hinzu, die ich eventuell haben möchte, muss ich bei Hardware die Maschine austauschen. Das muss ich mit Software nicht machen, denn ich bekomme neue Funktionalitäten über die Updates zugespielt. Und dann habe ich natürlich auch diese typischen Wartungszyklen nicht. Sollte mal die Hardware, auf der die virtuelle Appliance läuft, ausgetauscht werden müssen, naja, dann kann ich eben die Software auf einen anderen Server verschieben und kann da unterbrechungsfrei weiterarbeiten. E-Commerce ist eine besondere Herausforderung. Ich möchte sie auch nur ganz kurz ansprechen. Wir alle wissen, wie nervig und anstrengend es ist, wenn man auf Webseiten sich bewegt, die sehr, sehr langsam sind. Und wir haben festgestellt, 1 Sekunde längere Ladezeit, und das ist nicht viel, kann sehr schnell in 11% weniger Page-Views oder Klicks resultieren. Und daraus generiert sich 16% mehr Kundenunzufriedenheit. Und bei sag ich mal, einer mittelgroßen Seite kann es schnell zu 7% Revenue-Verlust, also Umsatzverlust führen, was bei einem mittelgroßen E-Commerce-Unternehmen mal gut und gerne schnell 5 Millionen Dollar im Jahr bedeuten kann. Da ist doch ein Return on Invest mit Software schnell gerechnet. Schauen wir uns mal das Lösungsportfolio einer Brocade im Softwarebereich an. Und eine Brocade unterscheidet generell in 2 Themenbereiche im Software, also in der Software-Welt. Das eine sind die SDN-Produkte, also die Software-Defined Network-Produkte. Hierunter fällt der SDN-Controller und die Apps, der Flow-Manager und der Flow-Optimizer. Bei den SDN-Produkten sprechen wir mehr über die Überwachung und das Management der Netze. Der zweite große Teilbereich ist Network Function Virtualization, also die NFV-Produkte. Und hier sind wir tatsächlich in der physikalischen Virtualisierung von Netzwerkinfrastruktur. Und da bieten wir zum einen den Brocade V-Router und auf der anderen Seite unser Produkt Brocade VADC, den Virtual Application Delivery Controller. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Der Brocade Virtual Application Delivery Controller, dieser Begriff ist der Überbegriff für die gesamte Software Suite. Also so wie wir ein Microsoft Office haben, teilt sich das Office wiederum in Outlook, Excel, Access, PowerPoint und so weiter. Und so ähnlich verhält sich das auch mit unserer Software. Also der VADC ist der Überbegriff und das gliedert sich jetzt in einzelne Module. Wir sind also modular aufgebaut und das Herzstück dieses VADCs ist der VTM, also der Virtual Traffic Manager, hier ganz links dargestellt. Hier sprechen wir eben über die Performance, also über den softwarebasierten Load Balancer, eben mit den Zusatzfunktionen wie Server Offloading, SSL Offloading, Caching, Compression, Monitoring, aber auch das ganze Thema Scripting oder Global Load Balancing. Der zweite Teilbereich, hier nochmal extra dargestellt, ist das Thema Web Acceleration. Das ist ein Modul, was ich zusätzlich zum Traffic Manager lizenzieren kann und das gibt mir nochmal einen extra Boost für meine Webseite. Das dritte Modul ist die Virtual Web Application Firewall und hier müssen wir etwas aufpassen, wir sprechen hier nicht über eine klassische Firewall. Es ist keine Firewall, die Türen öffnet oder schließt, die entscheidet, ob jemand rein oder raus darf. Wir schützen nicht die Hardware dahinter, sondern wir schützen die Applikationen. Wir schützen die Applikationen gegen Angriffe wie Cross-Site-Scripting, Blocking-Attacks, SQL-Injections. Man liest es ja auch immer wieder, dass zum Beispiel Kreditkartendaten oder auch Personendaten durch
Hackangriffe geklaut wurden. So etwas können wir mit der Web Application Firewall verhindern. Und zu guter Letzt, innerhalb dieser Suite haben wir den Services Director. Und der Service Director ist eine ganz spezielle Form der Lizenzierung. Während wir bei dem VTM und auch bei der Web Application Firewall, die können wir jeweils einzeln lizenzieren und wir lizenzieren nach Bandbreite und nach Instanz. Das heißt, der Kunde entscheidet sich, wie viele Instanzen benötige ich, in der Regel mindestens zwei, um einen Cluster zu bilden, der dann hoch verfügbar ist und das Ganze entweder aktiv-aktiv oder aktiv-passiv zu betreiben. Etwas anders verhält sich das beim Service Director und das ist wirklich eine Besonderheit, die es so auf dem Markt eigentlich nicht gibt, denn der Service Director lizenziert nur nach Bandbreite. Sie als Kunde oder ein Kunde kann einfach entscheiden, ich brauche für mein gesamtes Unternehmen eine Bandbreite X. Sagen wir mal 5 Gigabit Bandbreite für mein gesamtes Unternehmen und ich habe jetzt die Möglichkeit von den virtuellen Traffic Managern, also von diesen Load Balancern ganz links, so viele auszurollen, so viele zu installieren, wie ich möchte. Das ist eine Art Flatrate. Ich muss nur mit der Gesamtbandbreite unter meiner lizenzierten Bandbreite bleiben. Ja? Schauen wir uns vielleicht dazu einfach mal das nächste Schaubild an. Das macht es vielleicht etwas deutlicher. Wir haben bei dem Services Director einen Controller, den sehen Sie ganz links, mit jede Menge Funktionen. Also der übernimmt das Management, der übernimmt das Lizenzmanagement der einzelnen verteilten Traffic Manager. Der hat eine Metering-Funktion. Ich kann über den Service Director mein Deployment der Applikationen, aber auch der Traffic Manager steuern. Ich kann überwachen, provisionieren. All diese Tätigkeiten kann ich mit dem Service Director machen. Auf diesem Schaubild jetzt dargestellt einfach mal drei Applikationen. Diese orangenen Kästchen sind meine Load Balancer, sind meine Traffic Manager, die ich den Applikationen zugewiesen habe und ich habe Bandbreite verteilt. Ja, meine Applikation A hat wenig Bandbreite, während meine Applikation B und C deutlich mehr Bandbreite bekommen haben. Im rechten Kreisdiagramm, Kuchendiagramm sehen Sie eine graue Fläche. Das ist dann eben Bandbreite, die noch nicht allokiert ist, die noch nicht zugewiesen ist. Aus diesem Feld kann ich mich natürlich bedienen, ganz flexibel bedienen, wenn die Anforderung an eine neue Applikation kommt. Dann bin ich in wenigen Minuten bereit, die Dienstleistung zur Verfügung zu stellen. Sie sehen schon, das ist eine große Flexibilität. Habe ich mich zum Beispiel vertan in der Verteilung der Bandbreite, weil ich jetzt irgendwann merke über meine Metering-Tools, eigentlich braucht die Applikation A mehr Bandbreite, der habe ich zu wenig gegeben, aber Applikation B langweilt sich mehr oder weniger, naja, dann kann ich das on the fly umverteilen. Also auch hier habe ich eine maximale Flexibilität. Vielleicht ein Beispiel aus England, ein großes Wettbüro für Pferdewetten, die setzen den Services Director ein, um unter der Woche mit den internen Applikationen, also wenn keine Wetten, keine Pferderennen stattfinden, werden die internen Business-Applikationen des Unternehmens, damit befeuert und dafür gesorgt, dass diese schnell, performant und zuverlässig und ausfallsicher laufen, während am Wochenende die gesamten Ressourcen Richtung Web-Application geschoben werden. Und das liegt daran, dass dann eben die Zugriffe auf die Web-Applikation sehr hoch sind, weil die Leute eben wetten und so kann man das flexibel hin und her shiften. Traffic Script ist ein Teil, den wir zur Verfügung stellen in jedem Load Balancer. Und damit haben Sie die Möglichkeit, über einen einfachen Scripting-Mechanismus mit der Applikation zu sprechen. Das heißt, Sie können der Applikation eine Business-Intelligenz geben. Sie können Regeln erstellen, die sowohl beim Anfragen als auch bei der Antwort stattfinden können. Oder wenn die Transaktion komplett abgeschlossen ist. Für welche Art der Applikation ist denn jetzt dieser Traffic Manager oder der Load Balancer interessant? Wir unterscheiden es so ein bisschen zwischen Web-Applikationen und Enterprise- oder Business-Applikationen. Wir haben auf der einen Seite die Web-Applikationen, E-Commerce-Unternehmen war schon angesprochen, da ist es gleich aus mehrererlei Hinsicht interessant, denn ich habe zum einen das Thema Performance der Webseite, auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Security, Sicherheit über zum Beispiel die Web-Application Firewall. Das gilt aber natürlich auch für jede Webseite, die viel Traffic hat, also sage ich mal, eine Check24, eine Immobilien-Scout, eine Mobile, eine Tagesschau.de. Überall
wo viel Information fließt. Social Digital Media oder Broadcasting-Unternehmen, immer mehr Radiosender, Fernsehstationen veröffentlichen Inhalte im Netz und bekommen natürlich auch großen Traffic drauf. Ob das jetzt Livestreaming ist, ich erinnere mich an einen Kunden in der Schweiz, ein Radiosender, der einmal im Jahr große Events feiert, bei denen auch viele prominente Persönlichkeiten teilnehmen. Das Ganze wird live ins Internet gestellt und immer wieder brechen dort die Leitungen zusammen. Online-Gaming und natürlich auch von vorhin angesprochen dieses unvorhersehbare Lastspitzen. Das kann natürlich auf Webseiten, auf E-Commerce-Unternehmen zutreffen, die einen Black Friday, ein End-of-Year-Sale oder auch wichtige, sage ich mal, vielleicht Konzertkarten verkaufen. Da können unvorhersehbare Lastspitzen auftreten, aber auch zum Beispiel im Bankenumfeld. Zum anderen haben wir natürlich diesen Bereich Enterprise-Applikationen und da unterstützen wir, ja, alles, was wir so an Business-Applikationen kennen, ob das ein Microsoft SharePoint, ein Exchange, ein Skype for Business ist, ob das Oracle, SAP, diverse CRM-Systeme, ERP-Systeme, EPM-Systeme, natürlich auch kundenspezifische Applikationen und auch Software-as-a-Service-Provider. Die Frage von Ihnen kommt bestimmt, wie kann ich die Software denn installieren? Und da bieten sich gleich vier Möglichkeiten. Ich kann sie als reine Software installieren auf ein Betriebssystem. Ich brauche ein Linux als Basis, da wird eigentlich so gut wie jedes Linux-Derivat unterstützt. Das ist dann so ähnlich wie ein Office auf ein Windows aufspielen, spiele ich eben die Software als reines Softwarepaket auf ein Linux-Betriebssystem auf. In der zweiten Version ist es eine virtuelle Appliance, das heißt als virtuelles Paket auf den Hypervisor und da unterstützen wir eigentlich alle gängigen Virtualisierungsmechanismen, die es da gibt, ob das VMware, Hyper-V, Oracle, KVM, das wird so gut wie alles von uns unterstützt. Und das ist auch die Art und Weise, wie 85% unserer Kunden die Software installieren. Ich kann es als Cloud-Paket natürlich klar virtuell, das ist immer möglich, aber auch als schon vorgepacktes Cloud-Paket bekommen für zum Beispiel die gängigen Cloud-Anbieter wie Amazon als AMI oder VAD für die Azure Cloud. Und ich kann es Bare Metal installieren, wenn ich dann gar kein Betriebssystem installieren möchte, bekomme ich ein Bare Metal Image und kann es auf den Server direkt aufspielen. Da unterstützen wir zurzeit, oder wir haben zwei zertifizierte Server, einer von Dell und einer von Supermicro, aber da werden mit Sicherheit mehrere noch kommen. Ja, zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine Success Story mitteilen. Das ist die Firma Think Project aus München. Das ist ein Anbieter einer Cloud-Anwendung für das Baugewerbe. Hier können sich Architekten, Ingenieure Baupläne teilen. Sie können gemeinsam an Projekten weltweit arbeiten. Und der Herr Jochen Maurer, der CIO dort, der hat also auch vorher Hardware Load Balance im Einsatz gehabt, der hat auf Software gewechselt und er hat in kürzester Zeit seine 400 Server darauf migriert und er schätzt einfach die Vorteile, die Software mit sich bringt, diese Flexibilität, die Skalierbarkeit, aber auch diese Wartungszyklen, die eigentlich komplett entfallen, neue Funktionen, die hinzukommen und auch das Thema Traffic Script ist etwas, was ihn sehr begeistert. Er hat es sehr schnell gelernt und wird auch dort immer wieder neue Skripte zur Verfügung stellen. Ja, Sie sehen, wir sind bei den großen Cloud-Anbietern sind wir sehr beliebt. Zum einen ist es das Thema, dass sie es selbst für sich nutzen, aber natürlich auch als Dienstleistung ihrer Kunden, für ihre Kunden bereitstellen. Und Sie können heute in einem Rackspace oder bei einer Amazon per Klick diesen VADC einfach dazu buchen. Bei uns muss keiner die Katze im Sack kaufen, sage ich immer so schön. Es gibt zwei Versionen, die Sie auf unserer Webseite www.brocade.de/VADC runterladen können. Die sind beide kostenlos verfügbar. Das eine ist die Developer-Lizenz. Die Developer-Lizenz beinhaltet alle Funktionen, über die wir gesprochen haben. Also das Server Load Balancing, die Web Application Firewall, Web Acceleration, Global Load Balancing, sind alle Funktionalitäten mit drin und sie ist zeitlich auch nicht begrenzt. Der einzige Hasenfuß ist, sie ist auf 1 Megabit pro Sekunde beschränkt. Geht mehr darum, einfach mal sich mit der Oberfläche vertraut zu machen und zu versuchen, die Applikation einzubinden, um zu schauen, funktioniert denn alles, wie ich es vorhabe. Der nächste Schritt wäre der Download, beziehungsweise Sie bekommen dann von uns einen Key geschickt, einen Lizenz-Key, mit der Sie die Developer-License zu einer Evaluation-License machen. Und das nutzen dann Kunden, um
ein Proof of Concept zu machen, denn hier habe ich auch die volle Performance, alle Features. Ich kann also wirklich testen, wie verhält sie sich im Live-Betrieb. Diese fällt allerdings nach 30 Tagen wieder zurück in den Developer-Mode. Und dann kann man im Optimalfall die Software auch erwerben und das Ganze von Developer über die Evaluation License bis in den Live-Betrieb kann ich alles über die Eingabe eines Keys machen und muss die Software nicht mehr vom Netz nehmen. An dieser Stelle kämen wir jetzt zur Live-Demonstration und da würde ich gerne das Wort abgeben an meinen geschätzten Kollegen Herrn Jürgen Luksch. Ja, danke Tom. Guten Morgen zusammen. Ich bin Jürgen Luksch und ich bin im System Engineering bei Brocade für diese Produktreihe tätig. Und was ich heute hier vorstellen möchte, ist genau, was wir vorhin in der Präsentation gesehen haben. Also einmal die verschiedenen Deployment-Methoden. Und was ich eben zeigen möchte jetzt gleich, ist zuerst mal eine manuelle Installation. Und das geht auch schon sehr schnell, weil wir eben mit virtuellen Systemen arbeiten. Und dann eine automatisierte Installation, wo wir das dann nochmal schneller hinbekommen. Das Ganze mache ich mit dieser Developer Edition, die wir dann eben sehen können und dass alle Funktionalitäten dort drin sind. Und eben später dann automatisiert mit Service Director und eben skriptbasiert, wie ich praktisch noch schneller eine komplette Umgebung zum Laufen bekomme. So schaut das ganze Netz hier aus, mein Laptop, von dem ich arbeite. Und da habe ich ein kleines virtuelles Netz in VMware und dort werde ich eben diesen Traffic Manager manuell ausrollen und habe verschiedene Systeme dahinter, eben kleine Webserver, die dort laufen und eben auch den Services Director, der läuft schon. Der Traffic Manager ist noch nicht gestartet. Ja, dann würde ich gerne den Herrn Meyer bitten, die Funktionalität umzuschalten. Jawohl, vielen Dank. So, wenn alles funktioniert hat, sehen Sie jetzt einen Bildschirm von meinem Laptop. Und ja, hier ist die Homepage, wo der Herr Dorn vorhin erwähnt hat, also brocade.com, VRDC. Und hier kann ich eben genau die Developer Edition laden oder eine Evaluierungsversion, die eben nicht performant begrenzt ist, aber eben zeitlich. Datenblätter und hier Resource Library, da findet man alle möglichen Hinweise, Handbücher, Guides, wie ich es installieren kann, alles auf der Seite zu sehen. So, was ich bis jetzt vorbereitet habe, während der Herr Dorn die Präsentation gemacht hat, ich habe eine virtuelle Maschine in meinen VMware installiert, das heißt einfach nur importiert. Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ich muss das Ganze auf ein anderes Netz umschalten, also virtuell die Kabel umstecken, kleine Maschine, wir brauchen 2 Gig RAM, einen Prozessor, 16 GB Harddisk. Da schaffen wir 1 Gigabit pro Sekunde über so einen Load Balancer mit dieser Performance. Dann starten wir das Ding mal an. Was wir jetzt sehen, ist eine Virtual Appliance. Sie ist auch Linux-basiert, wie man sehen kann. Und diese Virtual Appliance startet jetzt hoch, bekommt eine Adresse und wie wir sehen, Services fahren dazu hochzulaufen. Das dauert jetzt ein paar Sekunden, bis das System sich eine Adresse gezogen hat und ich dann anfangen kann zu konfigurieren. Das ist jetzt also der Schritt bis jetzt ungefähr. Na, genau. Das war jetzt sozusagen Hardware-Installation, erstes Einschalten von einer Appliance. Adresse habe ich bekommen und auch, wie ich auf das System zugreifen kann. Das machen wir jetzt. So. Wir bekommen wegen Self-Signed Certificate bekommen wir eine Warnung bei der initialen Installation. So, der erste Schritt ist jetzt, ich konfiguriere die Basisfunktionalitäten wie Adresse, wie das System im Netz sich verhält, die ganzen Interfaces, alle diese Dinge machen wir jetzt. Zuerst mal die Lizenz akzeptieren. Das ist jetzt bei der Developer Edition eben genau, dass ich es nicht produktiv einsetze und eben auch keinen Support dafür bekomme. Bei Produktionslizenzen schaut das dann anders aus. Jetzt gebe ich das Ding einen Hostnamen. Ich habe jetzt in der virtuellen Maschine nur ein virtuelles Interface, deswegen habe ich auch nur hier ein Interface auf der Seite. Ansonsten könnte ich, wenn ich mehrere Interfaces einrichten würde, auch eins zum Beispiel als Management-Interface definieren.
gebe ich jetzt Adresse Netzmaske. Auf dieser Seite muss ich tatsächlich nochmal eine IPv4-Adresse einrichten. Sobald das Ding einmal durchgelaufen ist, der Wizard, kann ich auch alle IPv4-Adressen löschen und auf IPv6 gehen. Gateway-Adresse, Name-Server, meine Domain und Zeitzone richten wir noch korrekt ein. Und jetzt muss ich dem System ein Passwort vergeben. Hier habe ich jetzt noch die Möglichkeit, einen Fail-to-Ban einzurichten, also einen Brute-Force-SSH-Attack zu verhindern, wenn das System direkt im Internet steht. Das ist bei cloud-basierten Systemen, da habe ich ja kein Firewall richtig mehr davor, da macht das Sinn. Jetzt hier in meinem geschlossenen privaten Netzwerk vertraue ich mir mal und da schalte ich diese SSH-Intrusion-Prevention mal nicht rein. Gut, das war die initiale Installation und jetzt kommen genau diese Lizenzoptionen. Ich kann eine Lizenz hochladen, eine Evaluierung, eine Produktionslizenz. Ich kann den Services Director dafür verwenden oder ich sage, keine Lizenzierung, ich lasse das System in Developer-Mode laufen. So, initiale Maschine ist konfiguriert. Jetzt muss ich noch ein paar Sekunden warten, bis das System sich rekonfiguriert hat. In dem Fall ist es soweit. Und jetzt gehe ich mal auf den Notbeleger drauf. Wieder eine Warnung, weil wir jetzt eine andere Adresse haben und ein Self-Certificate. Und wie Sie sehen, Virtual Traffic Manager Appliance im Developer-Mode, maximale Bandbreite. Da logge ich mich jetzt ein. So schaut das System an. Es fragt nochmal, möchte ich Developer-Mode oder nicht? Jawohl, möchte ich weiterhin nutzen. So, das war die initiale Konfiguration. Als nächstes richte ich mal einen Service ein. Ich habe ihn ja auf den Folien gezeigt, da laufen zwei Maschinen, 117, 118. Und genau die richte ich mal ein. Also an meinen Test-Webserver, Protokoll ist HTTP, wir haben viele andere möglichen Protokollen oder auch generische Funktionen. Webserver mache ich jetzt mal. Dann meine Backend-Nodes, das ist genau 117 Port 18, 118 Port 80. Und wir sind fertig. Load Balance ist eingerichtet, alles eingerichtet. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist, dass ich eine sozusagen virtuelle IP eingerichtet habe, weil im Cloud-Modus hört das System auf allen IP-Adressen. Das möchte ich normalerweise im Failover-Fall natürlich nicht. Deswegen richte ich jetzt eine Traffic-IP-Group ein. Und der gebe ich die Adresse 192.168, das ist schon 131. Diese Adresse ist jetzt eingerichtet. Das wird interessant für Failover-Funktionen später dann. So, haben wir eine Adresse eingerichtet. Die ist auch schon aktiv. Können wir mal probieren. Zwar habe ich eine Webseite northernlightsastronomy.com und wir sehen, Adresse ist erreichbar. Das ist genau diese Maschine. Jetzt muss ich nur noch der Vollständigkeit halber, sage ich, hör bitte nur auf diese IP-Adresse. Die zusätzlich noch einrichte, damit wir ein bisschen mehr sehen, ich schalte noch ein bisschen das Logging ein, damit man einfach ein bisschen mehr auf der Webseite sieht und damit die Connections nicht gleich verschwinden. So, wir sind fertig. Wir haben einen Webserver, er bekommt einen Health Monitor, er ist aktiv. Der Webserver läuft, gehen wir doch einfach mal hin. www.northernlightsastronomy.com und wir sehen, wir bekommen eine Webseite präsentiert. Dass das jetzt über den Load Balancer ging, kann man hier jetzt sehen, wenn ich auf die Activity gehe. Current Activity, lade ich die Seite einfach nochmal. Bisschen was sehen hier und dann sehen wir auch, hier geht jetzt was hoch, nicht besonders viel, das Ganze läuft ja von meinem Laptop und wir haben ja auch noch die Bandbreiteneinschränkung drin. Und bei den Connections kann ich jetzt tatsächlich sehen, hier werden Webseiten geladen, die Grundseite, die ganzen zusätzlichen Objekte und wir sehen auch hier immer 17, 18, 17, 18, 17, 18. Default haben wir Round Robin, das heißt die Webserver werden alternativ immer benutzt. Was sehr wichtig ist in dem Zusammenhang ist, wenn ich mit Applikationen Problematik analysieren möchte, kann ich nämlich hier reinschauen und kann nämlich genau schauen, was hat mir der Client geschickt, was hat mir der Server geantwortet in den Headern, das ist alles ganz normal drin. Hier oben sehe ich nur interne Statistiken, wie lange hat es gedauert, wann war jemand idle, welche Services, welche Prozesse, wie viele Bytes gingen rein und raus und wenn es ganz tief reingeht, dann kann ich noch hier reingucken,
Wir haben die Requests bekommen, wir haben die Node Reuse in dem Fall, wir haben TCP Connection Pooling zum Backend, Keep-Alive, und nach 81 Millisekunden kam die Antwort vom Server. Das heißt, hier kann man jetzt sehen, der Load Balancer arbeitet sehr effektiv, sehr schnell und mein Server hat halt eben 80 Millisekunden dazwischen, bis er geantwortet hat. Um zu zeigen, wie schnell das mit der Lizenzierfunktion ist, möchte ich das noch kurz zeigen. Und zwar, ich gehe einfach hier auf die Lizenzen. Wir fahren ja im Moment die Developer Edition. Soll heißen 100 SSL TPS, 1 Megabit, aber sonst keine Einschränkungen, alle Features. Dann hole ich jetzt eine statische Lizenz hier rein. Das war jetzt praktisch eine Produktionslizenz. Die wird hier reingeladen und in diesem Moment haben wir ein Produktionssystem. 4000 VH, unlimited Features, unlimited Bandbreite, aber auf diese eine IP-Adresse beschränkt. Das ist also eine volle Produktionslizenz. Und ich habe ein Feature nicht, als ich die Lizenz damals geordert habe, gab es das Feature noch nicht. Das bedeutet, das war jetzt der Übergang von Test auf Produktion. Nicht rebooten, gar nichts machen. Gut, wenn ich jetzt mehr als, sag mal, ein Gigabit drüber fahren möchte über die Maschine, sollte ich natürlich die virtuelle Hardware ein bisschen hochdrehen. Und weil mit 1 Gigabyte Speicher schaffe ich doch keine 60 Gigabit pro Sekunde, was unser großes System maximal schaffen kann. Um zu zeigen, dass da auch tatsächlich was dahinter steht, das sehen Sie jetzt nicht. Ich ziehe jetzt mal sozusagen den Stecker von meinem Server 118. Das heißt, ich habe jetzt auf dem Server 118 das Interface weggezogen. Das können Sie nicht sehen. Und der Health Check dauert ein paar Sekunden. Irgendwann geht dann der Cluster in Warning. Das müssten wir jetzt gleich sehen. Das gucke ich gerade mal hier noch. Und wir sehen, Server antwortet nicht mehr. Und auch in dem Sinn, gerade da hinten ist es passiert. Cluster Warning, irgendwas stimmt nicht. Die Maschine geht auf gelb, weil ein Monitor auf 118 fehlgeschlagen ist. Und genau das ist passiert. Und hier sehen wir jetzt, some nodes are not okay, nämlich 118. Das war jetzt so ein einfacher Fehlerfall, aber die Webseite ist weiterhin verfügbar, wie wir sehen können, weil natürlich die 117 noch läuft. Dann fahre ich das Ding mal wieder in Ordnung. Da sehen wir es, sofort wieder in Ordnung, alles wieder grün, mein Server ist wieder in Ordnung. Das war jetzt ein kleines Beispiel, wie kann ich das Ganze mit einem praktisch mit dem manuellen Installation machen. Ging jetzt auch schon sehr schnell, jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen zentralisiert laufen lassen. Das bedeutet, ich verwende meinen Services Director. Da ist auch schon eine Lizenz drauf, 5 Gigabit. Und im Moment haben wir auf diesem Services Director nichts konfiguriert, keine Instanzen, alle Lizenzen sind komplett frei. Dann werde ich jetzt erstmal hier diese Maschine wegziehen, diese Standardmaschine, die wir eingerichtet haben. Wie wir hier sehen können, ich lasse hier noch weitere Maschinen laufen, nämlich einen Service Director Host und die Service Director Virtual Appliance und mein Backend Server läuft alles von meinem Laptop hier, also das ganze Labor ist immer dabei. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe die andere Maschine hier runtergefahren, die gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt möchte ich das zentralisiert ausrollen. Was ich vorhin erwähnt hatte, wir reden hier mit dem Service Director, hier kann ich Instanzen erzeugen und da könnte ich jetzt sagen, ich möchte eine neue Load Balancer Instanz machen. Das heißt, das kann ich unabhängig davon machen. Ich muss nicht zu Brocade gehen und eine neue Lizenz installieren, sondern ich könnte das jetzt alles manuell hier installieren. Und überhaupt kein Problem für statische Umgebungen. Was ich jetzt aber machen möchte, ich habe hier ein kleines Skript vorbereitet. Und zwar, Load Balancing as a Demo, sind ein paar Curl-Skripte, mehr nicht, was ich da mache. Das heißt, was ich jetzt mache, ich erzeuge einen neuen Load Balancer als ersten Schritt. Dann starte ich den, wenn er läuft. Und als nächstes, wenn er dann fertig da ist, dann konfiguriere ich ihn. So, Load Balancer ist erzeugt. Sehen wir jetzt gleich hier auf dem Screenshot im Hintergrund. Da ist er. Instance Lifecycle New. Wir haben also einen neuen Load Balancer mit 1234 Megabit Bandbreite. Das System ist new. Das wird jetzt automatisch die Software auf die Hostmaschine deployed. Die Software gepusht, wird gestartet, wird konfiguriert. Die ganze Basiskonfiguration, die wir vorher gemacht haben, diesen Wizard, den wir haben durchlaufen lassen. All das passiert. Und sobald die Software drüben rüber gepusht ist, wird das System sagen, jawohl, ist fertig, ist aktiv. Und genau das ist in dem Fall passiert. Wir sind im Instance Lifecycle auf Idle. Das heißt, ich könnte hier manuell starten, aber wir wollen ja automatisiert, das Ganze automatisiert machen.
Das bedeutet, jetzt starte ich das System. Man kann hier sehen, Status Active. Und in diesem Moment wird dem System gesagt, bitte fahr die Maschine hoch. Das sehen wir da rechts, dass die Maschine hoch startet. Irgendwann ist die Maschine aktiv. Das dauert auch nur ein paar Sekunden. Und dann wird sie sich, genau in diesem Moment, und genau jetzt, wird sie sich eine Lizenz holen, nämlich die eigene Lizenz, die wir hier vorgefertigt haben. Die holt sich das System jetzt vom Lizenzmanager und da sehen wir, Maschine ist fertig konfiguriert. Instance steht auf Warning normalerweise, weil das System noch keine Daten eingerichtet hat. Das ändert sich aber auch gleich. So, dann werde ich mal auf diese Maschine zugreifen. Und zwar ist es wieder die HTTPS 131. Habe die gleiche Adresse in dem Fall verwendet. Und ich kann jetzt auf diese Maschine zugreifen. Wir sehen auch SSI Licensing. Das heißt, was wir hier sehen, das System ist noch ohne Lizenz, es ist alles da, also ich kann darauf zugreifen, aber ich will es ja automatisiert machen. Das als nächsten Schritt richte ich jetzt Load Balancing Services ein. Das war es gerade in diesem Moment passiert. Ich habe jetzt einen Load Balancing Service eingerichtet, den gleichen wie vorher, diese 117, 118. Jetzt sehen wir auch, alles ist auf grün gegangen, weil wir jetzt Funktionen da drin haben. Hier sehen Sie es, ein Virtual Server, meine Server im Backend Pool hat sich eben automatisch alles eingerichtet. Und wenn wir hier jetzt genau reinschauen, das ist nämlich das Schöne, dass das System zentralisiert den Zustand der Maschinen abfragt. Und hier kann ich jetzt sehen, hier ist ein virtueller Server eingerichtet, Port 80. Im Moment haben wir keinen Durchsatz. Also gehen wir mal wieder auf Northern Lights. Und wir sehen, wir bekommen Traffic. Es geht Traffic drüber. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, sehe ich, hier ist auch Throughput. Er überträgt Daten davon. Das heißt, haben wir jetzt einfach so eingerichtet. Wir haben im Moment, wie Sie sehen, 1234 Megabit Bandbreite. Das heißt, von meinem Gesamtpool habe ich hier jetzt klein wenig jetzt genutzt hier. Und zwar von diesem hier. Den habe ich noch gar nicht verwendet, da habe ich noch nichts verwendet. Aber hier haben wir jetzt einen Teil im Pool verwendet. Jetzt sagen wir mal, ich möchte aber eigentlich, so viel Leistung braucht mein Webserver nicht. Deshalb mache ich jetzt auch wieder hier über das Skript Bandbreite auf 500 Megabit. Und wir sehen in ein paar Sekunden, wenn das Skript hier durchgelaufen ist, dass die Bandbreite sich hier dann auf 500 Megabit reduziert. Da ist es schon passiert gerade, 500 Megabit. Das dauert jetzt auch noch ein paar Sekunden, bis der Traffic Manager sich diese Lizenz wieder anfordert und dann nicht eben wie gerade jetzt, müssten wir im Licensing hier die 1234 noch sehen. Das dauert alle 2-3 Minuten, macht das System das und holt sich dann die Lizenz neu. Das heißt, jetzt habe ich die Lizenz reduziert und ich kann, Entschuldigung, hierhin, ich kann jetzt auf meinen, weil ich von 1,2 Gigabit auf 500 Megabit runtergegangen bin, kann ich jetzt die Lizenz wieder neu vergeben und woanders verwenden. Sie sehen hier, das ist jetzt viel weniger an der Stelle als vorher. Das war jetzt praktisch schon die komplette automatisierte Installation und ich habe dabei viel geredet. Das heißt, normalerweise, Sie haben vorhin gesehen, manuell habe ich ungefähr 10 Minuten gebraucht und Komplettinstallation habe ich eine Minute gebraucht, ein System komplett aufzusetzen. Dann fahre ich die Services mal wieder. Ach nein, was ich noch zeigen wollte, genau. Das möchte ich noch zeigen. Und zwar, was wir vorhin auch gesehen haben, wir hatten ja verschiedene Instanzen und da war ja die Funktionalität, hat das System ja gezeigt, dass zum Beispiel, wenn ein Server nicht geht. Genau das möchte ich jetzt auch noch zeigen, dass ich wieder meinen Service hier wegziehe. Das bedeutet, ich entferne wieder das Interface an der Stelle. Und jetzt müsste der Health Check auch wieder in ein paar Sekunden schief gehen auf meinem Traffic Manager. Und sobald der Traffic Manager das merkt, teilt das dann hier meinem Services Director mit und sagt, Achtung, da ist was nicht in Ordnung auf einen deiner Load Balancer. Das wird wieder in so ein paar Sekunden passieren. Und dann haben wir hier in der Überblickssituation, sieht man dann, oh, hier ist Warning, Achtung, da stimmt was nicht. Wie gesagt, es dauert, weil die Health Checks natürlich immer ein paar Sekunden brauchen, bis sie und er versucht es auch 4 oder 5 Mal an der Stelle. Das heißt, ab dem Zeitpunkt sehen wir das dann. Das, wie gesagt,
ich nochmal drauf. Ja, da passiert es ja schon. Das heißt, Achtung, hier ist eine Warning. An dem Service stimmt was nicht. Wir können ihn weiterhin erreichen. Hochverfügbarkeit. Aber wir sehen, die 118 ist kaputt. Und hier oben, das dauert auch ein paar Sekunden, geht das Ding dann auch auf Warning. Das heißt, selbst wenn ich das nur die Instanzübersicht habe, sehe ich das irgendwann. Das ist immer einfach ein minutenweise Update an der Stelle. Da sehen wir es auch schon, ist auf Warning gegangen. Warning eben, weil es nicht alles kaputt ist. Ja, das war es eigentlich so von der Demonstration. Jetzt räumen wir noch ein bisschen auf. Das heißt, Services weg. Jetzt sind meine Services gelöscht. Das heißt, mein Load Balancer hat jetzt keine Dienste mehr. Und er ist zwar noch da und den wollen wir natürlich auch noch aufräumen. Ich fahre ihn runter, ich stoppe ihn. Das war Status of Idle stellen. Und das heißt, sobald das System das bekommen hat, geht das System hier jetzt auch, wie Sie sehen, auf Idle. Ich habe es jetzt angehalten. Die Lizenz ist immer noch in Benutzung. Also die kann ich nicht anders vergeben, weil der System ja potenziell da ist. Und jetzt lösche ich das Ding noch weg. Und ein paar Sekunden später ist das System hier dann gelöscht. Die Software wird vom Server runtergenommen und die ganze Maschine, die ganzen Software und alles weg. Und wir haben wieder im Gesamtüberblick hier keine Instanzen, alle Bandbreite wieder frei. Das heißt, das war jetzt ein kompletter Lifecycle mit Hardware mehrere Tage, mit Software keine 10 Minuten. Das wäre es erstmal von der Demo. Da möchte ich Herrn Meyer bitten, zurück auf die Präsentation zu schalten. Wunderbar. Ja. Herr Lux, vielen herzlichen Dank. Herr Dorn, auch an Sie vielen herzlichen Dank. Es sind schon einige Fragen aufgelaufen, die ich jetzt gleich mit unseren Referenten diskutieren möchte. Oder mische ich mir jetzt ein und Sie wollten abschließend noch was sagen? Nein, nur bei mir ist der Bildschirm komplett schwarz. Also ich kann die Virtual Traffic Manager Demo sehen, die Initialseite. Ja, bei mir ist er komplett schwarz, das heißt, da müsste jemand die Fragen vorlesen, falls was ist. Ja, das mache ich gerne. Das mache ich gerne. Wir haben ganz am Ende, bevor wir jetzt direkt einsteigen in die Q&A-Session, noch ein Fragen-Polling für Sie vorbereitet, wo ich Sie bitten würde, einfach während wir die Fragen durchgehen, dass Sie hier vielleicht einfach nochmal die Fragen sozusagen aus der Sicht Ihres Unternehmens beantworten. Noch ein kleiner Hinweis bezüglich der Präsentation, die Sie als Download finden, haben wir gerade noch eine Aktualisierung bekommen. Das heißt, mein Kollege, der Tobias Meyer, wird jetzt gerade noch die aktualisierte Präsentation hochladen. Es kann also jetzt noch ein, zwei Minuten dauern, bis Sie dann die aktualisierte Präsentation runterladen können. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein mit den Fragen. Ich würde es ganz gerne chronologisch durchgehen. Ich denke, das ist am sinnvollsten. Und los ging es mit der Dimensionierung der virtuellen Maschinen, also konkret, ob es Sizing Sheets verfügbar gibt bei Brocade, die dem User die Möglichkeit geben, die Dimensionierung von virtuellen Maschinen in Abhängigkeit vom Durchsatz und den SSL-Anforderungen abzuschätzen. Weil, ich sage mal, wir installieren es auf Standard x86 Hardware. Sie haben vorhin die Systemvoraussetzungen auch genannt. Da muss man natürlich ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Wie viel muss ich denn investieren, um was am Ende rauszukriegen? Das kann ich gerne beantworten. Ich glaube, es ist noch nicht auf unserer Homepage gepostet, weil wir haben gerade ein Update dafür gemacht, weil uns laufen im Prinzip die Leistungen der Server davon. Wir müssen das immer wieder updaten, weil die Prozessoren immer wieder schneller werden, dass wir weniger Ressourcen brauchen. Das gibt es in der Tat. Das ist auf, wie gesagt, demnächst auf der Homepage. Da geht es von 2 Gig RAM, 16 Gig Disk, das ist die Default-Einstellung, das geht bis ein Gigabit hoch. Und die große Maschine, das ist auch in dem Performance-Datasheet auf unserer Homepage sichtbar, haben wir dann bei 60 Gigabit pro Sekunde Layer 7. Da sind wir dann bei 64 oder 128 Gig RAM und 8, 10 Gig Netzwerkkarten, damit man den Durchsatz hinbekommt. Und Disk-Anforderung ist eigentlich nur für Logging interessant. Also mit 24 Cores und 128 Gigramm. Also das ist die Bandbreite von ganz klein bis ganz groß. Aber das gibt's, können wir dann gerne noch zur Verfügung stellen. Wie gesagt, die
neueste Version ist gerade nicht auf der Homepage. Okay, alles klar. Ja, jetzt habe ich gerade die Nachricht bekommen, die Präsentation ist jetzt abgedatet. Das heißt, Sie können jetzt auch unter dem Link ganz links, PDF-Download, sehen Sie, Brocade-Webinar, können Sie jetzt die aktualisierte Präsentation runterladen. Dann war eine Frage aus dem Auditorium, was ist eigentlich konkret nötig, um vom lokalen Rechenzentrum ein Load Balancing zur Cloud zu etablieren? Kann ich auch beantworten. Also Load Balancing zur Cloud, das, also Sie meinen einen externe Dienste zu nutzen. Das vermute ich, ja. Verstanden habe. Das heißt, der Traffic Manager läuft einmal, kann ich intern laufen lassen, den kann ich aber auch in der Cloud laufen lassen. Überhaupt keine Frage. Ich glaube, das Thema ist dann Cloud Bursting oder was wir wie wir das nennen, Autoscaling. Das heißt, das System merkt, ich brauche mehr Ressourcen und möchte jetzt noch zusätzliche Dienste intern oder extern freischalten. Das ist ein Standardfeature. Wir haben fertige Cloud-Anbieter schon drin, also Amazon Rackspace ist schon drin, auch VMware ist schon drin. Weitere Cloud-Anbieter, da jede API ein bisschen anders ist, wie ich Systeme rauf und runter fahre, kann man auf Anfrage oder über unsere Professional Services erzeugen lassen. Also wir sind auch viel zu Hitachi Cloud. Also wir haben verschiedene Cloud-Anbieter, wo einfach ein Skript in den Load Balancer geladen werden muss. So spreche ich mit der Cloud und dann kann das System Systeme rauf und runter fahren beliebig. Also es gibt sogar auf YouTube noch eine alte Präsentation von einem Kollegen aus England, der startet auf Rackspace einen Load Balancer, dann dynamisch weitere Services und wenn ihm die Leistung nicht ausreicht, startet er von diesem Rackspace Load Balancer einen weiteren Load Balancer bei Amazon und der fährt dann noch weitere Service hoch und die ganzen machen dann noch globales Load Balancing zwischen den beiden Systemen. Also wir können sogar dynamische Load Balancer in der Cloud dann noch zusätzlich dazu schalten und wieder wegschalten, weil die ja doch pro Minute bezahlt werden. Klingt verrückt, aber es ist interessant, spannend, ja. Ja, es ist eine Demo und kein realistischer Use Case. Ja. Aber es zeigt mal, wie man das alles machen kann. Okay. Nächste Frage, wie lassen sich denn die beiden Webserver, also die Sie jetzt hier als Beispiel genannt haben, wie lassen die sich denn synchronisieren? Läuft das auch über Ihre Appliance oder ist das dann ein separater Dienst nötig? Da muss ich sagen, haben wir gar nichts mit zu tun. Das sind Services und synchron oder nicht, das ist außerhalb unserer Funktionalität. Wir haben natürlich mit den restlichen Brocade-Produkten, auch mit dem SAN und dem Netzwerk, auch Möglichkeiten, Data Center zu koppeln. Das ist aber außerhalb des Load Balancers selber. Wenn natürlich jetzt die Systeme mit unterschiedlichen Daten, unterschiedlichen Logins laufen, dann gibt es natürlich die Persistenz. Das bedeutet, ein Nutzer kommt dann immer auf den gleichen Server und wird nicht auf irgendeine andere Maschine geschoben. Aber der Load Balancer hat mit den eigentlichen Anwendungen nichts zu tun, außer dass er schaut, sind sie verfügbar auf verschiedene Methoden und wenn ja, dann schicke ich Daten dorthin. Jetzt habe ich eine Frage, die habe ich selber nicht so hundertprozentig verstanden, deswegen kann ich sie eigentlich nur mal vorlesen. Und zwar war das während der Live-Demo, wie Sie das System konfiguriert haben, Herr Luxch, und da ist die Frage aufgetaucht, ob Stickiness möglich ist und ob es eine API gibt, die für das Deployment eingesetzt werden kann. Ja und ja. Stickiness, das ist genau, was ich mit Persistenz meine. Und da gibt es viele Möglichkeiten von IP-Adresse, über Cookies, über eigene Parameter. Da kommt dann das Traffic-Skript zum Beispiel zum Tragen, das Herr Dorn erwähnt hat. Ich kann mir irgendwelche Daten aus dem ganzen Datenflow rauspicken und sagen, das ist mein Persistenzkriterium und dann macht das System das. Und die zweite Frage, das konnte man jetzt nicht sehen, aber die API habe ich ja genutzt, um innerhalb der automatisch generierten Instanz ja meine Load Balancer einzurichten. Also meine Services. Das habe ich ja im Hintergrund da gemacht. Ich habe ja nur die Taste gedrückt. Ich habe das Curl-Skript da fertig vorbereitet. Das heißt, wir haben eine REST-API und haben eine SOAP-API. Beides kann ich genau dazu nutzen, um den Load Balancer, wenn er mal läuft, wenn er mal per IP ansprechbar ist, auch komplett zu konfigurieren von null auf. Und um ihn zu konfigurieren von nichts, gibt es auch ein Replay-Skript. Das heißt, ich erzeuge mir so einen Load Balancer irgendwo, schreibe diese Basiskonfiguration in ein Skript und dann kann ich ein Replay davon machen. Weiterhin, wir haben ein OpenStack-Modul. Das bedeutet, wenn Sie OpenStack als interne Cloud nutzen, kann man in OpenStack das Ganze machen und sagen, ich brauche einen neuen Load Balancer und konfiguriere. Und wir haben Module für Puppet und Jeff, das heißt für diese automatischen Rollout-Tools. Das heißt, die Antwort ist definitiv ja. Noch eine Frage zur API und zwar läuft die nur über den Service Director oder auch mit dem BTM?
Ich habe in dem Fall, konnte man auch nicht direkt sehen, beide genutzt. Die API zum Services Director war, eine neue Instanz erzeugen und sie zu starten. Und dann habe ich die Werte ausgelesen aus der API in meinem Skript, welche Adresse bekommt denn meine Instanz? Und dann habe ich sie direkt angesprochen. Also wir haben beide APIs. Okay. Eine Frage noch zu dem Thema mit der allokierten Bandbreite. Da haben Sie ja dieses Tortendiagramm gezeigt, wo ich verschiedenen Diensten verschiedene Bandbreiten zuweisen kann. Wie verhält sich denn das System, wenn ich von meiner Gesamtbandbreite noch, also so einen grauen Bereich quasi habe, also noch nicht allokierte Bandbreite und es würde einer der bereits allokierten Services an die obere Grenze stoßen? Gibt es da eine Möglichkeit, dass man das dann so dynamisch praktisch aus dem noch zur Verfügung stehenden Bandbreite wieder was zuweist und wenn es nicht mehr benötigt wird, wieder wegnimmt? Oder kann das nur, ich sag mal, relativ statisch per Hand zugewiesen werden? Es ist beides möglich. Im Produkt selber ist eine statische Zuweisung drin, aber, das haben wir auch schon in der Demo in Use Case gemacht, wenn ein Traffic Manager läuft und er merkt selber, ich komme an meine Bandbreitengrenze, wie die Beispiel zum Beispiel die 500 Megabit ran, dann kann das System einen Alert auslösen, License Limit Reached, und kann dann dem Services Director sagen, gib mir mal bitte mehr. Mhm. Der umgekehrte Weg, den kann man ja nicht so ohne weiteres feststellen, weil wir ja an keine Grenze stoßen, wenn das System runterfährt. Das heißt, da müsste man über ein, sag mal, ein externes Aufräumskript das Ganze machen, das entweder auf dem Services Director zum Beispiel als Zusatzsoftware läuft und sagt, wie viel brauche ich denn? Naja, das Ding lief jetzt 2 Stunden ohne zusätzliche Last, dann fahre ich wieder runter. Also es ist technisch möglich, aber nicht als, sag mal, schöne GUI schon implementiert an der Stelle. Aber genau okay. Diese Dynamisierung kann man machen. Das heißt, die lässt sich dann auch machen, wenn ich alles im Prinzip schon zugewiesen habe und aber, sag mal, ein Teil an die Grenze laufen würde, andere Teile noch so relativ viel übrig haben, dass man dann sozusagen dynamisch die Verteilung auch anpasst. Korrekt, das habe ich ja gemacht. Ich hatte ja, während das Ding lief, das System von 1200 auf 500 runtergesetzt. Genau, genau. Okay. Gut, jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar wahrscheinlich auch ein bisschen der Historie geschuldet. Gibt es eigentlich heutzutage überhaupt gar keine Vorteile mehr, die für physische Application Delivery Controller oder Load Balancer sprechen? Würden Sie uneingeschränkt sagen, die virtualisierte Softwarelösung, die ist es einfach und die alte Hardware kann eigentlich raus? Ich würde es nicht, also da ich ein Techniker bin, würde ich es natürlich nicht hundertprozentig sagen. Und es gibt Anwendungsfälle, wo ich sage, da macht eine Hardware Sinn. Deshalb haben wir auch den Bare-Metal-Einsatz, dass wir sagen, wir packen unsere Software auf eine zertifizierte Hardware drauf. Und zwar, wo es Sinn macht, ist, wenn es um Latenzzeiten geht. Also wenn ich wirklich Mikro- oder Nanosekunden Latenz brauche, das wäre bei Media, Upload, Streaming und solchen Dingen, wo es wirklich Nano- oder Millisekunden Unterschiede schon was ausmacht. Oder, wo ich es auch schon gesehen habe, bei High-Frequency-Trading, das heißt, wenn Banken ihre Aufträge oder die Broker ihre Aufträge wirklich in Millisekunden Unterschied reingeben wollen, da macht natürlich eine Hardware definitiv noch Sinn, weil da habe ich eine garantierte Durchlaufzeit von ein paar Nano- oder Millisekunden. Für die generellen Anwendungsfälle, also ich würde mal sagen 95%, was so auf dem Markt, wofür ADCs verwendet werden, sehe ich den Software in der Vorteil, weil zum Beispiel, ich habe meine Hardware drunter, meinen Server, ich tausche den nach 2, 3 Jahren aus, habe einen schnelleren Prozessor und bekomme mehr Leistung und habe damit auch mehr Leistung, ohne einen Load Balancer neu zu kaufen oder sogar neu zu installieren. Also ich habe auch früher Hardware-Load Balancer gemacht, das mit der Performance, wir brauchen ASICs und so weiter, das wäre doch, man kann es doch eigentlich nicht machen. Wir haben getestet, ist auf unserer Homepage auch ein Performance-Data-Sheet mit einem aktuellen Server und wir schaffen eben Layer 7 60 Gigabit pro Sekunde, wo jedes Paket angeschaut wird. Da werden Sie Schwierigkeiten haben, einen Hardware-Load-Balancer zu finden, der das in der Performance auch kann. Wo es noch Sinn macht, ist High-Security-Modules, das heißt SSL-Keys in einer speziellen, sicheren Hardware untergebracht. Die kann ich ja schlecht in eine virtuelle Maschine reinpacken. Wobei, das ist auch möglich, wenn ich Network-HSMs nutze, also Network-basierte High-Security-Modules. Ich kann es also auch da machen, dass die Zertifikate in einem Hochsicherheitssystem in einer externen Appliance gehalten werden und übers Netz
auf dem Load Winzer verwendet werden. Selbst da gibt es das nicht mehr. Also SSL-Beschleunigung, die aktuellen Intel-Prozessoren machen ja ganz, ganz viel schon in der Hardware. Und mit modernen SSL-Technologien wie ECDHE und also diese elliptischen Kurven statt RSA reichen die Standardprozessoren um Längen aus, um eben zum Beispiel 50 Gigabit SSL-Transaktionen zu machen und bis zu, auf dem Server, bis zu, ich glaube, 40.000 neue SSL-Verbindungen pro Sekunde. Also ja. Die Vorteil von Hardware, ich habe es immer so gesehen wie bei Telefonanlagen vor 10 Jahren. Wir brauchen spezielle Hardware, nur Hardware kann ich telefonieren und ich bekomme nie die Features, nie die Leistung einer echten Telefonanlage. Und wie schaut es heute aus? Ein PC, 10.000 Leute drauf. Und es interessiert keinen mehr, was mache ich denn eigentlich? Wo läuft denn das Telefon? Und so ist es mit ADCs auch, glaube ich, inzwischen. Da haben Sie recht, ja. Gut, wir sind mit den Fragen durch, fast eine Punktlandung. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal der Hinweis, Sie haben links eingeblendet die Präsentation, die Sie runterladen können. Sie haben die weiterführenden Links und die Kontaktdaten zum Herrn Dorn und zum Herrn Lux, falls im Nachgang noch Fragen entstehen. Am Montag, ich würde mal sagen, wahrscheinlich so ab Mittag, vielleicht früher Nachmittag, steht Ihnen dieser Webcast dann nochmal aus der Konserve zum weiteren Angucken bei uns auf der Plattform zur Verfügung. Ja, ich sage schon mal vielen herzlichen Dank, Herr Lux und Herr Dorn, und würde jetzt einfach sagen, ich übergebe Ihnen, bevor ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in das Wochenende entlasse, noch mal kurz das Wort, vielleicht mit einer ganz kurzen Zusammenfassung Ihrer Eindrücke vom heutigen Webcast. Wer möchte anfangen? Ja, vielen Dank, Herr Donner. Das haben Sie ganz toll gemacht, durch diesen Webcast geführt. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten, es ist ja doch ein sehr, sehr technisches Produkt, und ich hoffe, wir konnten einen Überblick aus 50.000 Fuß geben über das Produkt. Ich bin sehr begeistert, was dieses Produkt kann, und lerne jeden Tag selbst noch dazu. Es ist einfach fantastisch, und ich hoffe, wir konnten das so ein bisschen rüberbringen. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die professionelle Moderation und dass wir hier Ihnen auch einen kleinen Überblick geben konnten und auch das Ganze mal zeigen, nicht nur Folien, wie es sein könnte, sondern tatsächlich zeigen können, wie es tatsächlich auch live ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn Sie sich die Gelegenheit nutzen, mit der Developer Edition anzufangen, wenn Sie sagen, jawohl, interessiert mich, möchte ich ausprobieren, weil wir über das Produkt überzeugen möchten und nicht einfach nur über Datenblätter. Ja, vielen Dank und auch ein schönes Wochenende. Ja, hallo, Schadorn. Vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich fand es wieder mal sehr interessant. Sie haben recht, es war sehr technisch, aber ich denke doch, dass auch die Fragen zeigen, dass Bedarf an diesem Thema entsteht oder besteht. Und ich glaube auch, dass es durchaus sinnvoll ist, sich mal die Developer Edition oder die Trial Edition für 30 Tage runterzuladen, einfach mal zu gucken, wie man damit klarkommt. Ja. Sie haben alle Daten, können sozusagen nochmal erneut mit unseren Referenten in Kontakt treten, falls im Nachgang noch Fragen auftreten sollten. Mir bleibt an dieser Stelle nichts weiter, als nochmal vielen Dank zu sagen für Ihr Interesse, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Bleiben Sie uns gewogen. Ich würde mich freuen, Sie bei nächster Gelegenheit an dieser Stelle wieder begrüßen zu können. Wir haben immer wieder mal Webcasts zu sehr, sehr spannenden Themen, auch auf den anderen Plattformen aus unserem Insider-Verbund. Finden Sie natürlich immer wieder super Themen hier in den Webcasts. Und ja, bleiben Sie uns gewogen, machen Sie es gut, ein schönes Wochenende. Tschüss, auf Wiederhören.